Klar, wenn ich dran bin, also bei meinem Blog, dann machen wir dann drehen wir den Zettel da um, und das mache ich jetzt schon innerlich, und wählen mir irgendein Lied aus, wo ich annehme, dass ihr das Lied alle mit mir gemeinsam singen könnt. Wer sich nicht traut, der singt es halt innerlich, ihr kennt diese Lieder ganz bestimmt. Und wenn nicht, dann gebt es bloß nicht zu. Und das heißt, ihr habt früher in der Schule nicht richtig aufgepasst. Fangen wir vielleicht an, eigentlich denke ich, die Gedanken sind frei, ne? Dann da denke ich mir, wer weiß, was ihr jetzt von mir denkt, nach meinen Liedchen, nach meinen Texten, die ich da so dargelegt habe. Und deswegen, um das da wieder in irgendeine Form zu bringen, singen wir jetzt einfach, die Gedanken sind frei, dann haben wir das auch erledigt. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen mit Pulver und Blei. Die Gedanken sind frei, frei. Ich denke, was ich will und was mich beglückt. Doch alles in der Still und wie es sich schicket. Mein Wunsch, mein Begehren kann niemand verwehren. Es bleibe dabei, die Gedanken sind frei. Frei. Ich liebe den Wein, mein Mädchen vor allem. Sie tut mir am besten gefallen. Ich bin nicht alleine bei meinem Glas Wein, mein Mädchen dabei. Die Gedanken sind frei. Frei. Und sperrte man mich ein in finstere Kerker, das alles sind rein vergebliche Werke. Denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern entzwei. Die Gedanken sind frei, frei. Drum will ich auch immer den Sorgen entsagen und will mich auch nimmer mit Grillen mehr plagen. Man kann ja im Herzen stets lachen und scherzen und denken dabei, die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei. Ja, vielen Dank. Und wenn ihr dann vielleicht was aussucht, wo ihr gerne mitsingen würdet, also es ist schon so, bei den alten Volksliedern oder auch bei den ausländischen, da wird nicht so wie es die Freddys und die Heinos, die natürlich auch das wunderschön immer machen, aber bei mir gibt es nicht die ersten zwei, drei Strophen und mehr kann man das Publikum nicht belasten. Bei mir gibt es immer alle Strophen. Wenn dann jemand auf die Idee kommt, das Lied von den zwei Königskindern, das sind dann 17 Strophen, oder Freude, schöner Götterfunken, das sind dann mindestens diese 8, die man so kennt. Also da macht euch dann schon mal auf was gefasst, und wer dann da richtig mit durchsingt, der hat also meinen völligen Respekt. Habe ich von mir selber auch, und ich muss mir das ja auch alles merken schließlich. Und jetzt ist wieder mein Freund Wolfgang dran. Ja? Dankeschön.